So, hallo, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Deus Ex Human Revolution. So, das letzte Mal haben wir die Frau befragt, die aber gesagt hat, die uns sozusagen ausgesperrt hat und den Alarm betätigt hat. Und da geht es auch schon weiter. Panic room. She's got a goddamn panic room. Yeah, well, so do I. Forget about her right now. Get to the hangar bay fast. Wo kann ich... Ich frage mich, ob es hier überhaupt einen Weg außen herum gibt. Wäre toll auf jeden Fall. Oh nein. I've got something. Schnell eine Pepper essen. So. Wow. Mein Gott, ey. Aber wir versuchen ja eh keinen umzubringen. Oh. Mist. So. Verdammt. Ich denke, ich werde mich jetzt hier rüberlehnen. Und so viele wie möglich ausschalten. Hm? Sources close to the multinational giant inform me that it has successfully purchased rival corporation Enprotech of Scotland. Enpro stock had taken a dip earlier in the day as rumors began to circulate, accusing CEO Ollie McTavish of investment. Was ist denn das? Kann man die nicht mehr stunnen, doch? McTavish denied the allegations, but could not explain how millions of dollars in revenue ended up in his personal. So, runter. War hier vielleicht irgendwo ein Weg? Nein. Nein. Ein Typen haben wir zu viel. Hey du, bitte. Oh, Doppeltake down. Nein. Oh, ey, wie sollen wir das hier alles machen? So, nochmal. Ja, jetzt ein bisschen der Glasche. So. 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 Aber dass ich sie mindestens ein bisschen treffe. So. Und den da hinten, hoffentlich habe ich den Wisch. I'm sure it was just a clerical error, quipped Zhao Yun, CEO of Tai Young Medical, as transfer of ownership was officially declared. Ich sehe da was. Unsere Escape-Möglichkeit. Haha, wir haben es geschafft. Aber ich glaube, hiermit sind wir noch nicht komplett weg, sondern wir kommen einfach nur nach unten. Oh Mann. Und jetzt? Ich werde mal hier einen Quicksave machen. So. Gucke mal, da bewegt sich wer gerade auf uns zu. Hm. Aufpassen. Oh.
Granate. So, jetzt gehe ich wieder hoch. Alle nach oben. Dumm wie dumm die dumm. Die denken jetzt, ich bin alle oben. Haha. Ausgetrickst. Ich bin denn echt hier. So, so geht's auch. Also man muss sich einfach durch diesen Geheimgang einmal unten zeigen. Dann gehen nämlich alle nach unten. Dann geht man einmal nach oben. Dann gehen alle nach oben. Und dann ganz einfach hier den Fahrstuhl benutzen und abhauen. Jensen, I'm coming to pick you up. You anywhere near their hangar bay? I'm heading there now. Great. Get those bay doors open or this rescue attempt ain't gonna happen. Okay. Oh, cool. Ein Praxis Point. Getting things done. Hopp. Oh, kommt jetzt was? Oh, nee. Wir haben... Hangar doors locked. Please disable security locks prior to opening doors. Ah, was ist das? Seht ihr das? Okay. Hangar doors locked. Incorrect security sequence. Please disable security locks prior to opening doors. Wie soll ich an dem bitte schon vorbeikommen, ey? Hangar doors locked. Wow. Incorrect security sequence. Please disable security. Wir müssen bestimmt nach da oben. Da versuche ich dann irgendwie an dem vorbeizukommen an der Seite. Weiß was, ich lade dann einfach noch mal mein Quick Save. Ja. Weil da hat er mich nämlich noch nicht gesehen. So. Dann warten wir einfach noch ein bisschen. Weil, wie man sieht, dreht sie sich hier noch mal um. Ausschalten. So, zack, zack. Müssen wir die Roboter ausmachen. Nichts Besonderes. Kann man die irgendwie ausmachen hier? Einen Button hier? Also was hat mir das jetzt gebracht, dass ich hier oben bin? Aha, da hinten haben wir aber noch was. Okay. Hacken wir uns jetzt hier mal ein. Vielleicht haben wir hier die Wahrscheinlichkeit, hier die Möglichkeit aufzumachen. Mein Gott, ich hasse diesen Alarmton, der ist auch nämlich den Ton, den ich immer bei mir habe, für meinen Wecker. Und der Weckerton ist nie immer was Gutes zu hören. Heißt, man muss ja aufstehen. Okay, wie muss ich denn jetzt hier entlang? Ach so. Okay, was für einen komischen Weg ich hier gehen musste. Access granted. Ah, naja. Also,
aus, aus. Und jetzt gehen wir das einfach, weil wir das sonst nicht schaffen. Hier, weil wir zwei Punkte haben, dass wir die Turrets und die Roboter ausmachen können. So. Dann können wir das, denke ich, mal hier machen. Da, Disable. Also die sind jetzt auf uns aus. Wir können die aber auch auf die Gegner einstellen oder die ausmachen. Wir machen sie aus. So, damit sind sie aus. Wir können jetzt drüben irgendwas machen. Ah, den Button klicken hier. Jo. Go to the chopper. Ja. Und hopp. Aber hier hinten war doch noch was. Stimmt, Raketenwerfer-Munition oder sowas. Ne, Heavy Rifle Ammo. Aber fast so. Schnell hin. Hallo. Malik, nimm uns mit. Jensen, time to hightail it back to Detroit. Get in. Ja, klar. We're not going to Detroit. What? We're going to Montreal. I'll explain en route. Damn right you will. Yay, wir haben es geschafft. So, mal gucken, was uns jetzt in Montreal weiter erwarten wird. Also wie gesagt, entweder ihr müsst sie jetzt bekämpfen oder ihr skillt euch so in Hacken wie ich und dann macht ihr die einfach aus. Weil ich weiß nicht, ob das zählt, wenn ihr jemanden umbringt, auch die Roboter. Das steht da zumindest nur in Klammern, dass die Endbosse nicht zählen. Und wie gesagt, bei dem Alarmfall, den die Frau da ausgelöst hat, kann man, wie gesagt, ganz einfach abhauen. Cutscene time. Are you sure about this? I mean, it's not some tiny cable station you're infiltrating. Zal mentioned an Eliza and a phone call to Pikus. Put them together, it has to mean Eliza Kassan is in on this. You don't think that's a bit of a leap? The world's most famous news anchor working with a mercenary hit squad? We can argue the fine points later. Set me down on the tower. I'll get in from the roof. So. Was wir jetzt mitbekommen haben, wir sind jetzt... Oh, okay. Jensen, it's Pritchard. Malik tells me you want Eliza Kassan's location. If it's not too much trouble. It's not. I bypassed the firewall easily, and I've pulled up a 3D model of their floor plan. Her office is in the tower, room 404. On my way. Was wir jetzt herausgefunden haben, ist, dass die Nachrichtensprecherin irgendetwas damit zu tun haben muss. Jetzt geh hier hin. So. Access granted. So, dann haben wir hier die Zeitschrift. Das ist ja egal. Ja, die Pepper brauchen wir wieder ein paar, da wir welche benutzt haben. Dann mach ich mal hier F5 und punch mich hier durch. Entweder in einen Geheimraum oder einfach nur so, um reinzukommen. Statt die Vordertür zu benutzen. Ja, wir vermuten, dass die Nachrichtensprecherin irgendetwas zu tun hat mit der ganzen Entführung. Und deshalb infiltrieren wir auch mal ihre Hauptzentrale. Und ich sehe gerade, wir haben gerade mal 3 Tranquilizer Darts. Also das kann was werden. Ah, hier liegt noch was. Nee. Nichts Wichtiges. 100 Credits wieder. 40 Credits wieder. Ist unlocked. Hat jetzt keine neuen Mails.
Ja, so, was haben wir denn hier? Einen großen Raum. Hm. Zeitung. Nee. Weil es ist so leer dafür, dass das hier so eine Nachrichtenzentrale ist. Ich dachte, da ist mehr los. Bisschen Recherche und sowas. Haben wir denn hier Search? Nehme ich alle mit. Stun Gun Darts haben wir schon genug. Jensen, something's not right. PICUS is a 24-hour global news network. Why isn't anyone answering their phones? I'll get back to you on that. Hier ist nichts. Wundert mich auch, hallo? Das kann doch nicht sein, alles hier leer? Das ist bestimmt eine Falle, verdammt. Büro hier erinnert einen ein bisschen an Matrix, also The Matrix, wenn den Film jemand gesehen hat, was eigentlich fast schon muss ist, weil das so eine Art Kultfilm ist, weil Kultfilm entwickelt, also zumindest der erste Teil ist ja gut, die danach werden immer schlechter, aber, oh, der ist sehr schwer zu hacken, Hack, oh nein, schon wieder nach dem Prinzip. Und geschafft. Access grant. Ja, genau. Da war nämlich auch, diese Bürogebäude und er musste da abhauen. Da ist er auch dazwischen so geschlichen. Kann ja sein, dass er diesmal ausschleichen muss. Da drin liegt ja noch eine Zeitung. Looks like everyone left in a hurry, Pritchard. Da oben ist Eliza, oben rechts. Because somebody triggered a fire alarm and then silenced it. I suggest you find Miss Cassan quickly and get out of there. Heißt schon mal nichts Gutes. Kann sein, dass einer von diesen, bösen Buben was damit zu tun hat. Access grant. Wir haben so viele Nuke-Dinger, die können wir dann auch ab und zu mal benutzen. Ist hier noch etwas? Nein. Hm. Mein Gott, das ist irgendwie scary, dass hier kein einziger Mann ist, Mensch ist, etc. Oh, Cutscene. Hello, Adam. Zal tell you I was coming, Miss Cassan. Please, call me Eliza. Zal Yunru did not tell me. She does not know you have discovered this connection. So how did you find out? I have been watching you for some time. Ever since receiving orders to temporarily disrupt satellites over the Detroit metropolitan area 6 months ago. The night Megan's team was taken. You jammed their GPL so everyone would think they were dead. Yes. Although I only came to that conclusion later. I find my realization disturbing. I wish we could discuss this further, but it seems I have alerted them to your presence. If you leave now, you may be able to escape. Oh, I'm leaving. But you're coming with me. I am sorry, Adam. I truly am. Okay. Jensen, get out of there now! Tell me you saw that, Pritchard. Later! Right now, I'm detecting multiple radio signals converging on your location. It's a trap! We knew that. And I'm not leaving without Eliza Cassan. So find her while I look for a way to get downstairs. So wie ich gesagt habe, das war hier eine Falle. Es werden hier bestimmt überall Wachen sein. Ja, da sehe ich schon welche. Hm. Was sollen wir davon halten? Die Nachrichtensprecher ist in... You, get on the upper catwalk and take a sniper position. He's probably crawling around here somewhere.
Let's get you some better sight lines. Yes, sir. You. I want you to secure that exit over there. Get over there, right away, sir. Wenn er mitbekommen hat, ist nämlich. I do not have a confirmation yet! Hostile in the area! Keep searching! Go, 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 go! I need cover! Hit the alarm! Ja. Schnell hacken. Access grant. Schnell hier runter. Was machen wir jetzt? Wir punchen hier die Wand auf. Ist hier was Besonderes? Ja, eine Leiter nach unten. Springen wir die runter. Geht schneller. Hallo? Punchen wir hier die Wand auf. Oh, nicht genügend Energie. Essen wir eine Pepper. Super, jetzt haben wir jemanden umgebracht. Durch die Wand hauen ist tödlich. Will ich nicht. Laut. Ah, blöd. Blöd, blöd, blöd. Latest Autosave, ja. Was? Nein! An den previous Autosave, der davor war. Okay. Ich will nicht, dass wir den hier umbringen. So, aber ich denke, ich werde jetzt auch Schluss machen und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn wir in den Untergrund gehen, um Eliza zu finden, die eigentlich ein Hologramm ist. Komisch. Naja, bis dann. Tschö.